Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Hier spricht der Schleicher und wir wollen wieder mal weitermachen. Ich habe mir gedacht, jetzt mal, es wird bestimmt jetzt zu langweilig, wenn ich jetzt noch mit den Bäumen und sowas mache. Es soll ja auch ein bisschen interessanter werden. Ja, und der Chaot hier beim Bauen hat sich überlegt, er baut heute in eine Achterbahn. Na, so, das wird bestimmt. Ich bin kein Professor. Ich habe das mal bei YouTube mal ein bisschen geguckt. Leute, was ihr da nachbaut, das ist einfach nur irre. Aber ich werde einfach mal loslegen. Da geht's hier oben los. Holz, Stahl. Wasserbahn nehmen wir auch nicht. Jawohl. Und jetzt schauen wir mal, was gibt es denn da? Eine Hyperbahn. Jawohl, wir bauen eine Hyperbahn. So. Wo würde ich sagen? Einfach losbauen. Gar nicht überlegen. Ich scroll schon mal näher ran. Da geht's los. Zwei. Pop. Ah, die hat eine Kette. Bam. Bam. Und wir gehen hoch. Bam, bam. Ein wieder zurück. Ne, wir gehen noch einen zurück. Und gehen gleich steil hoch. So, bam, bam. Bam. Okay, Kette, Kette, Kette. Okay. Jetzt nehmen wir die Kette runter. Leichter Schwung. Leicht hoch. Gerade. Runter. Jo. Runter. Oh, 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 oh. Gerade. Das ist cool. Gerade. Hoch. Die wird, glaube ich, nicht so besonders, würde ich sagen. Zack. Gerade. Das ganze Ding nochmal. Jetzt seht ihr aber nämlich, was so ein unerfahrener Typi hier macht. Ich schließe das Ganze mal. Okay. Ich fange nochmal an. Wir vergehen. Den machen wir auch nochmal. Kette.
gerade. Und wir gehen gleich hoch. Hat das denn jetzt alles eine Kette? Nee. Habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Aber das kann man ja alles noch nachträglich machen, oder? Kette. Kette. Ich guck mal eben nach, ist eine Kette bei? Nee. Ach herrje. Okay, ich glaube, es ist für die erste Achterbahn nicht so einfach. Ich glaube mal, es gibt doch bestimmt was anderes hier. So, Korkenzieher. Split Burns. Ah, es wird immer schwieriger. Eine. So, was haben wir denn? Was nehme ich denn am besten mal? Wird ja immer schwieriger. Wähle mal aus, ja. Nein, nein. Hängt, um Gottes Willen. Das ist ohne Kette. Okay. Das wird die Bahn, Leute, das wird die Bahn. Und wir gehen da runter. Mit einer Drehung, das glaubt ihr nicht. Nee. So, gerade, ich würde sagen, runter. Und geh noch in die Kurve. Gerade. Eine Schraube machen wir nicht. Wir gehen jetzt immer gerade. Gerade.
Ampel. Genau. Dann gerade. Zurück. Ja, ich bin jetzt ein bisschen und wieder hoch. Da kommen wir wahrscheinlich nie wieder hoch. Kann da nicht platziert werden, das sehe ich auch gerade. Kann da nicht platziert werden, ja. Da müssen wir noch ein bisschen gerade gehen. Nicht. Dann gehen wir doch hier wieder runter, machen den gerade. Gerade. Zurück, das ist scheiße. Hier machen wir sie wieder gerade. So. Das ist die Frage. Nee, zurück. Na, wenn das mal nicht cool ist. So, und wir werden das jetzt starten und wir werden uns das angucken. Also ich muss auch mal. So schlecht ist es gar nicht, würde ich sagen. Für die erste Achterbahn, die ich gebaut habe. Ich bin stolz auf mich. Hab wenig geredet, aber wir fahren doch mal. Jawoll.
Respekt, würde ich sagen. Respekt, Respekt, Schleicher. Für deine erste Achterbahn. Abbrechen. Meine Damen und Herren, Sie sehen hier die erste Bahn, die ich gebaut habe. Vielleicht reißen wir die nochmal ab und bauen noch eine andere, ich weiß es nicht. Aber wir lassen sie erstmal. Damit haben wir zumindest mal im Part mal auch eine Achterbahn gebaut. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen guten Abend, eine gute Nacht, Mahlzeit beim Frühstücken, egal wo ihr gerade seid und dieses Video anguckt. Das war's, euer Schleicher, und es hat mir wieder unheimlich Spaß gemacht. Ich habe wenig geredet, aber es konzentriert diese Achterbahn gebaut, und ihr müsst es so sehen, für einen ahnungslosen Amateur, noch da unter Laie, Amateur ist noch ein Laie, habe ich etwas gebaut und für Abwechslung mal gesorgt. Wollen wir nochmal fahren? Wir fahren nochmal. Einmal wird nochmal gefahren. Jawohl. Kamera an und genießt die Fahrt. Ich sag schon mal Tschüss und genießt die Fahrt. Einfach nur toll.